Ja, ganz herzlichen Dank für diesen tollen und schwungvollen Einstieg in die heutige Veranstaltung. Sehr geehrte Frau Ministerin Prien, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, lieber Herr Seeberger, liebe Mitglieder des Auswahlausschusses, werte Gäste. Ganz, ganz herzlich willkommen zur diesjährigen Heinz-Meyer-Leibniz-Preisverleihung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier an diesem Ort mit Ihnen gemeinsam diesen Preis verleihen zu dürfen. Meine Freude ist umso größer, nicht nur, weil wir heute mit der 45. Vergabe des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises ein kleines Jubiläum feiern dürfen, sondern weil wir zugleich auch eine Premiere feiern. Und damit meine ich nicht, dass wir die Preise bislang noch nie zuvor in einem ehemaligen Krematorium vergeben haben. Nein, wir feiern vor allem deshalb eine Premiere, weil der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis in diesem Jahr zum ersten Mal von der Deutschen Forschungsgemeinschaft alleine verliehen wird, nachdem er über so viele Jahre gemeinsam mit dem BMBF vergeben wurde. Für diese langjährige, sehr, sehr gute und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, für dieses langjährige Engagement für WissenschaftlerInnen in frühen Karrierephasen möchte ich mich beim BMBF sehr, sehr herzlich bedanken. Auch Ihnen, liebe Frau Ministerin Prien, die Sie ja hier sind, insbesondere auch als Repräsentantin der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern. Ich möchte Ihnen danken dafür, dass Länder und Bund sich gemeinsam stark machen für eine freie, eine innovative, eine leistungsstarke Forschung in Deutschland. Eine Forschung, die bisweilen unkonventionell ist und auch unkonventionell sein muss und möchte. Die neue Wege beschreitet, neue Wege bahnt, um Antworten auf zukünftige Fragen zu finden, auf Fragen, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und wir können uns glücklich schätzen, dass
dass unser politisches System, das sehen wir immer wieder, gerade heutzutage in vielen anderen Ländern, das ist nämlich nicht überall der Fall, dass unser politisches System so viel Vertrauen in die intrinsische Motivation, in die Neugier der Forschenden setzt und gerade auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen ermutigt, ihre Interessen zu verfolgen, ihrer Neugier nachzuspüren. Und genau darum geht es ja beim Heinz-Meyer-Leibniz-Preis. Wie es bereits 1977 das Gründungsmotto auf den Punkt brachte. Es geht um Anerkennung als Ansporn. Es geht darum, herausragende WissenschaftlerInnen aller Fachrichtungen für ihre Courage und Kreativität auszuzeichnen. Und es geht darum, dass diese aufstrebenden ForscherInnen ihre originellen Vorhaben auch in Zukunft verwirklichen können. Schon dem Geburtshelfer und Namensgeber unserer heutigen Auszeichnung, dem ehemaligen DFG-Präsidenten Heinz Meyer-Leibniz, war es schließlich ein großes Anliegen, mit diesem Preis beste Bedingungen für eigenverantwortliche Forschung schon in frühen Karrierephasen zu schaffen. Nicht nur symbolisch, sondern auch monetär. Umso mehr freut es mich, und das freut mich wirklich, dass wir ab diesem Jahr die mit dem Preis verbundene Fördersumme verzehnfachen konnten. Von 20.000 Euro auf 200.000 Euro pro Preisträgerin und Preisträger, um ein noch deutlicheres, ein sichtbares und spürbares Bekenntnis zur Stärkung der Wissenschaft und zur Stärkung früher Karrierephasen abzulegen. Und vor allem natürlich, um die Leistungen unserer PreisträgerInnen noch stärker zu würdigen. Sie sehen, Faktor 10 ist sogar mehr als die Inflation, die wir derzeit sehen. Von daher kann man damit wirklich etwas anfangen. Denn es handelt sich ohne Zweifel um wissenschaftliche Bestleistungen von höchster Originalität und Güte, die Sie, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, erbracht haben. Dazu möchten wir alle Ihnen herzlich gratulieren. Sie alle kennzeichnet, dass Sie eigene Forschungswege in großer Selbstständigkeit und mit Mut beschritten haben. Ihre Ideen bereichern schon jetzt ganze Forschungszweige und etablieren neuartige Fragestellungen und Problemhorizonte. Ihre Forschung verändert unser Wissen und unsere Vorstellung von der Welt. Sie leisten damit auch einen wichtigen Beitrag zum Aufbau jener Wissensspeicher, auf die unsere Gesellschaften so dringend angewiesen sind, um die enormen Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft meistern zu können. Ihre Forschungsthemen sind dabei so unterschiedlich wie Ihre methodischen Ansätze. Vielfältig und unterschiedlich sind auch Ihre persönlichen Wege und Lebensläufe. Und diese Mehrstimmigkeit zeigt, dass unser Wissenschaftssystem von einer Offenheit für die klügsten Ideen der besten ForscherInnen geprägt ist. An dieser Stelle möchte ich allen Mitgliedern des Auswahlausschusses, namentlich Herrn Seeberger als Vorsitzenden, sehr, sehr herzlich danken für ihr leidenschaftliches, und das kann ich sagen, in diesen Auswahlsitzungen wird leidenschaftlich diskutiert, für ihr leidenschaftliches Engagement und ihr analytisches Augenmaß, mit dem sie aus zahlreichen, sehr, sehr guten Kandidierenden die Besten ausgewählt haben. Mit großer Spannung blicke ich bereits auf die fachlichen Laudationen, die die Ausschussmitglieder uns in Kürze vortragen werden. Nicht minder gespannt sein dürfen wir alle auch auf Ihre weiteren Ideen und Erkenntnisse, liebe Preisträgerinnen und Preisträger. Mich persönlich haben die weiteren Werdegänge Ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger jedenfalls eins ums andere Mal beeindruckt. Man sagt ja, einmal DFG ist immer DFG, kann ich Ihnen auch schon so ein bisschen versprechen. Wenn Sie einmal in den Klauen der DFG sozusagen sind, bei uns bekannt sind, dann kommen Sie da so schnell auch nicht mehr raus. Ne? Frau Woggon nickt, die weiß genau, wovon ich spreche.
Es gibt Menschen, neulich hatte ich, darf ich sagen, den ehemaligen Präsidenten der Alexander von Humboldt Stiftung, der eine seiner letzten Sitzungen bei uns hatte und der sagte, Katja, seit 35 Jahren fahre ich nach Bonn, um an euren Auswahlausschusssitzungen teilzunehmen. Und das ist schon bemerkenswert. Also es gibt einiges, worauf Sie sich freuen können. Das darf ich Ihnen versprechen. Sie alle berichteten davon, die ehemaligen Preisträgerinnen und Preisträger, Sie alle berichteten davon, dass Ihnen die Auszeichnung unerwartete Türen geöffnet und Ihre Karrieren beflügelt hat. Auch Sie, liebe PreisträgerInnen, haben uns im Vorfeld bereits geschildert, noch hatten Sie den Preis gar nicht offiziell bekommen, aber Sie haben uns geschildert, was Sie nun alles mit dem Preisgeld verwirklichen können, verwirklichen wollen, was bisher noch nicht möglich gewesen war. Sehr vielfältige kreative Projekte sind hier im Entstehen begriffen und darauf freuen wir uns. Und deswegen möchte ich Ihnen vor allem mit auf den weiteren Weg geben, mutig zu sein. Der Begriff Mut ist schon mehrfach gefallen. Ich glaube, in heutigen Zeiten ist er auch durchaus angebracht. Da kann man eigentlich gar nicht genug davon haben. Gehen Sie weiter auf Ihrem eigenen Weg, den Sie bereits so überaus erfolgreich und vielversprechend eingeschlagen haben. Wagen Sie es, weiterhin zu wagen. Vertrauen Sie weiter auf Ihre Neugier und Ihren Wissensdurst. Vertrauen Sie auf Ihre wissenschaftliche Intuition. Sie hatten recht bisher, sonst hätten Sie diesen Preis nicht bekommen. Darauf können Sie vertrauen. Und vertrauen Sie auf die Lust, die Freude, den Spaß am Forschen. Die heutige Auszeichnung gibt Ihnen allen Grund dazu. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Und damit freue ich mich nun sehr auf das Videogrußwort der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger. Und danach freuen wir uns außerordentlich auf das Grußwort von Ministerin Prien. Vielen Dank. In einem seiner Bücher schreibt Heinz Meyer-Leibniz: Ungezieltes Lob schätzt der Experte nicht. Zitat Ende. Dafür aber gezielte Ehrung, denke ich. Genau das ist der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Er ist hierzulande die bedeutendste Auszeichnung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der frühen Karrierephase. Für Forschende, die eigene Akzente setzen von Anfang an durch ihre hervorragende Arbeit. Liebe Preisträger, vor allem auch Preisträgerinnen, 7 Frauen unter den 10 Geehrten. Das ist eine schöne Bilanz, auch wenn wir uns über jeden Preisträger freuen, aber gerne weiter so. Meine Damen und Herren, ich gratuliere Ihnen allen. Sie kennen sich aus in Ihrer Disziplin, von Kunstgeschichte bis Kryptographie, von Strömungsmechanik bis Strukturbiologie. Zugleich denken Sie aber hinaus über die Grenzen traditioneller Fachgebiete. Und genau das brauchen wir in unserer Zeit. Antworten auf Fragen finden wir heute oft zwischen den Disziplinen. Sie schauen dorthin, entwickeln Lösungen für Ihr Forschungsgebiet, für die Gesellschaft, für Innovation und Fortschritt. Wofür wir auch im BMBF arbeiten, im Chancenministerium, wie ich gerne sage. Der Preis ist eine Anerkennung dafür. Genauso aber auch eine Investition. Denn, ich sage es mit den Worten des Namensgebers, es gibt so viel mehr und immer Neues zu lernen. Das Buch, in dem dieser Satz steht, handelt übrigens nicht von Kernphysik, wie man bei Heinz Meyer-Leibniz vermutet. Der Titel lautet »Kochbuch für Füchse mit Hinweisen für den Mikrowellenherd«. Es erschien 1980. Das ist noch einmal anders, über den Tellerrand schauen. Doch die Botschaft, sie bleibt. Es gibt immer Neues zu lernen. Es wird nicht langweilig. Wir brauchen Spitzenleute wie Sie, mit offenem Blick, wachem Geist, Interesse an Neuem. Und deswegen noch einmal mein herzlicher Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Professor Becker, sehr geehrter Herr Professor Seeberger und liebe
Mitglieder des Auswahlausschusses, meine Damen und Herren, und ganz besonders natürlich liebe Preisträgerinnen und Preisträger des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2023. Sie sind schließlich hier heute die wichtigsten Personen. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen als Vertreterin der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder. Ich habe es eben schon zu Frau Becker gesagt, in diesen ja ein bisschen schwierigen außenpolitischen und innenpolitischen Tagen ist das ein Termin, den ich besonders gerne wahrnehme, weil er voller Hoffnung ist auf eine gute, auf eine hoffentlich bessere und friedlichere Zukunft. Sie, die heute mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preisen geehrt werden, stehen zwar noch am Anfang Ihrer wissenschaftlichen Karriere, aber Sie haben bereits heute Herausragendes geleistet. Und vielleicht blicken Sie ja auf Ihre Leistungen ähnlich wie Albert Einstein, der einmal gesagt hat, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Neugier und Leidenschaft, das sind die Triebfedern und Schlüsselkompetenzen für Veränderungen und damit für jegliche Weiterentwicklung, für Fortschritt und für Erneuerung. Sie sind die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen. Nun bin ich in Schleswig-Holstein ja zugleich Wissenschafts- und Bildungs-, also Schulministerin. In beiden Funktionen ist es mir sehr wichtig, leidenschaftliche Neugier und Forschergeist zu wecken. Und deswegen ist der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für mich ein besonderer Preis. Er macht die Arbeit von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern sichtbar. Und damit hat er das Potenzial, junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende zu motivieren, sich in Wissenschaft und Forschung zu engagieren. Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, sind in diesem Sinne Vorbilder. Sie machen Mut und sie motivieren junge Menschen, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Wir wissen beispielsweise mit Blick auf weibliche Studienanfängerinnen in den MINT-Fächern, aber auch aus anderen Zusammenhängen, wie wichtig gerade Vorbilder sind für die eigene Studienwahlentscheidung oder in den ersten Semester eines Studiums, wenn es darum geht, durchzuhalten. Sie sind aber nicht nur Vorbild für Studienanfängerinnen und Studienanfänger, sie sind Role Model für eine gesellschaftliche Grundhaltung. Wir brauchen in Deutschland viel häufiger eine Einstellung, die neuen Forschungserkenntnissen gegenüber, neuen Technologien gegenüber, mit mehr Begeisterung, Offenheit und Faszination, vielleicht auch mit weniger Skepsis stehen, ohne dabei natürlich unkritisch zu werden. Eine Einstellung, die Spaß daran hat, neue Wege zu gehen, Ideen zu entwickeln und Durchhaltevermögen zu zeigen. Eine Einstellung, die Sie, liebe Preisträgerinnen und liebe Preisträger, sicher auch durch Ihre bisherige Bildungsbiografie begleitet hat. Die meisten von Ihnen werden 12 oder 13 Jahre zur Schule gegangen sein, haben einen Bachelor- oder Masterabschluss erworben und vielleicht auch ein oder mehrere Semester im Ausland studiert haben. Sie haben promoviert und einige von Ihnen haben bereits Juniorprofessuren angetreten. Dabei sind Sie im besten Sinne so auffällig geworden, dass Sie Ihre Fachcommunity beeindruckt haben und Ihnen auch künftig Spitzenleistungen zugetraut werden. Dies dürfte nicht ganz unbegründet sein, wie auch ein Blick auf die Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt. Sie haben bereits darauf hingewiesen, die Mitglieder des Auswahlausschusses haben sich schon in der Vergangenheit ausnahmslos als, naja, wenn Sie es mir erlauben, als laureatische Trüffelschweine erwiesen, und zwar als ganz hervorragende. Ihnen gilt für die geleistete Arbeit im Auswahlausschuss mein ganz besonderer Dank, wobei ich eben ja auch schon vernommen habe, dass das zu den angenehmeren Tätigkeiten auch bei Ihnen gehört. Mein Dank gilt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die nicht zuletzt durch die signifikante Erhöhung des Preisgeldes ein ganz starkes Zeichen für die Förderung von Spitzenleistungen des wissenschaftlichen Nachwuchs gesetzt hat. Und liebe Preisträgerinnen und Preisträger, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz gratuliere ich Ihnen von Herzen zu den Heinz-Meyer-Leibniz-Preisen 2023. Erhalten Sie sich die Neugier, Ihre Kreativität, Ihren Mut, Dinge auszuprobieren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Preise als Bestätigung für Ihre Mühe und Ihre Leistungen erkennen und dass sie Ihnen aber zugleich Ansporn für Ihren weiteren Weg in der Wissenschaft sind. Ich freue mich darauf, nun im Verlauf der Veranstaltung noch mehr über Ihre Arbeit zu erfahren
Und ich freue mich als Wissenschaftsministerin, dass es junge Menschen wie Sie in unserem Land gibt, denn wir brauchen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, darauf haben Sie hingewiesen, um die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft meistern zu können, Ihren Innovationsgeist und Ihre Ideen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Frau Ministerin Prien, liebe Präsidentin Katja Becker, liebe Generalsekretärin Heide Ahrens, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Mitglieder des Auswahlausschusses oder Trüffelschweine, das kommt nicht von mir. Ich wollte vielleicht mal ganz kurz noch ein Augenmerk auf das Verfahren lenken, mit dem wir die Preisträgerinnen und Preisträger aussuchen. Das ist ein großer Preis, ist ein wichtiger Preis und wir hatten 171 Vorschläge für potenzielle Preisträger und Preisträger. Ich darf auch sagen, unter diesen 171 ist die absolut größte Zahl wirklich herausragende Forscherinnen und Forscher. Das heißt, im ersten Auswahlausschuss im Dezember 2022 geht es dann darum zu überlegen, wer sind denn ja, die wirklich herausragenden unter diesen ganz tollen Vorgeschlagenen. Und wie bereits gesagt wurde, es geht dann in die intensive Diskussion. Aus dieser intensiven Diskussion mit den Mitgliedern der Auswahlkommission sind dann 32 Vorschläge ausgewählt worden, die dann in eine wirklich tiefe fachliche Evaluation eingehen. Das heißt, der Auswahlausschuss bittet dann Fachgutachterinnen und Fachgutachter um ihr Votum und um ihre Einsichten, das wirklich sich auch tief anzuschauen. Und es geht dabei um die Entwicklung eines eigenständigen wissenschaftlichen Profils zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Karriere. Das ist eigentlich das oberste Ziel, das wir verfolgen. Es gab dann im Mai 2023 einen Termin im Personam in Berlin und dann werden diese 32 Ausgewählten nochmal sehr genau angesehen. Und hier war die komplette Kommission präsent in Berlin. Und nach langen Diskussionen sind dann die 10 Preisträgerinnen und Preisträger, die wir heute hier sehen werden, ausgewählt worden. Und ich darf mit Fug und Recht, glaube ich, sagen, dass wir vollkommen überzeugt waren von dem, was wir gesehen haben und in vielen, fast allen Fällen eigentlich, wirklich begeistert von dem, was Sie geleistet haben. Und ich glaube, Sie können sehr stolz auf sich sein, dass Sie es geschafft haben. Ich freue mich jetzt dann, dass Sie uns allen etwas genauer vorgestellt werden. Es ist bereits angeklungen, es gibt sehr viele verschiedene, unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Aber Sie haben alle eins gemeinsam, herausragende, eigenständige Leistungen zu einem sehr frühen Zeitpunkt in Ihrer Karriere. Und dafür schon jetzt Gratulation. Ich darf jetzt übergeben an den Kollegen aus der Kommission, Herr Professor Steffen Marktus von der HU Berlin, der die erste Preisträgerin vorstellen wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie und warum überschreiten Objekte ihre Kulturkreise? Welche wechselnden Funktionen erfüllen sie bei dieser Migrationsbewegung? Und wie muss eine historische Kunstwissenschaft arbeiten, die sich gerade für die Überschreitung von Grenzen interessiert? Diese Fragen stehen im Zentrum der wegweisenden wissenschaftlichen Studien und Projekte von Isabel Dolezalek, die seit 2019 als Juniorprofessorin für Kunstgeschichte an der Universität Greifswald forscht und lehrt. Ihre als Dissertation entstandene Untersuchung mit dem Titel Arabic Script on Christian Kings eröffnet grundlegend neue Einsichten in die politischen, religiösen und kulturellen Beziehungsgefüge eines Mittelalters, das sich weder in nationalen Kategorien noch in Einteilungen wie Ost und West begreifen lässt. Aufgedeckt wird vielmehr ein komplexes Gewebe von Beziehungen, die nicht an den Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen, tradierter Forschungsgebiete oder gar kulturpolitischer Rubriken Halt machen. Frau Dolezalek öffnet in ihrer Dissertation die Augen für die transkulturelle Verflechtungsgeschichte über einen auf den ersten Blick vielleicht nebensächlichen Aspekt, die arabischen Schriftzeichen auf den Gewändern des sizilischen Hofs. Über welche Handelswege und Kulturbahnen aber sind diese Zeichen dorthin gelangt? Wer verfügt über die sprachlichen, aber auch über die handwerklichen Kompetenzen, um diesen anspruchsvollen Schmuck anzubringen?
Und welche Funktion übernehmen diese Zeugnisse einer islamischen Kultur in einem ostentativ christlichen Kontext? Solche Fragen lassen sich nur mit einem interdisziplinären, methodenübergreifenden Zugriff beantworten. Und genau dies gelingt Frau Dolezalek in glänzender Weise. Sie untersucht die Migration der Inschriftenkunst von den industriellen Grundlagen bis hin zu den Fragen der höfischen Performance und deren vielfältigen Bedeutungsdimensionen. Auf diese Weise entschlüsselt sie in einer raffinierten Gedankenbewegung die komplexen Machtkonstellationen, in denen der sizilische Hof angesichts päpstlicher Hegemonieansprüche auch zeremoniell um seine Eigenständigkeit gerungen hat. Die Dissertation wurde 2015 mit dem Nachwuchspreis des Medievistenverbandes ausgezeichnet und 2018 mit dem Book Prize des International Center of Medieval Art. In ähnlicher Weise grenzerweiternd und grenzüberschreitend wirken auch die weiteren Studien und Forschungsprojekte von Frau Dolezalek. Und dies gilt nicht nur für den Zuschnitt der Forschungsobjekte, sondern auch für die institutionellen Kooperationen und für die vorbildliche Verbindung der wissenschaftlichen Praktiken von Forschung und Lehre. In innovativen Seminarkonzepten verbindet sie die Arbeit an der Universität und an Museen, um daraus das Beste für die Forschung wie für zeitgemäße Präsentations- und Vermittlungskonzepte zu gewinnen. Aktuell forscht Frau Dolezalek wiederum in engster Verbindung von universitärer Forschung und musealer Vermittlungsarbeit in einem vom BMBF geförderten Transferprojekt über Wikingergold, Schatzfunde als translokales Erbe im Ostseeraum. Souverän grenzüberschreitend verlief schließlich auch die wissenschaftliche Laufbahn von Frau Dolezalek. Der Weg führte vom französischen Abitur über den Studienbeginn in Florenz, den BA an der University of London, den MA am Warburg-Institut, ebenfalls London, und einen weiteren Masterabschluss an der Université Lyon 2 an die Freie Universität und anschließend an die Technische Universität in Berlin. 2019 wurde sie als Mitglied der Jungen Akademie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sowie der Nationalen Akademie der Leopoldina berufen. Mit Frau Dolezalek würdigen wir eine Forscherin mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis, die ihr Fach zur Globalkunstgeschichte des Mittelalters erweitert und als führende Vertreterin einer neuen Generation von Kunsthistorikerinnen Maßstäbe gesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Elina Fuchs hat im Jahr 2015 am DESI bzw. an der Universität Hamburg mit einer exzellent bewerteten Arbeit in theoretischer Physik mit Schwerpunkt Teilchenphänomenologie promoviert und ist seit 2021 als Juniorprofessorin an der Universität Hannover mit Verbindung zur Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und zugleich als Senior Research Fellow am CERN tätig. Bereits die Verbindung dieser unterschiedlichen Standorte zeigt das Außergewöhnliche an den wissenschaftlichen Leistungen und dem Profil von Frau Fuchs. Sie hat einerseits relevante Beiträge zu zwei sehr unterschiedlichen, aber in gleicher Weise hochspezialisierten Gebieten der theoretischen Physik geleistet, der theoretischen Hochenergiephysik und Elementarteilchenphysik sowie der dazu komplementären Hochpräzisionsphysik atomarer Übergänge. Andererseits hat sie mit ihren Arbeiten wegweisend begonnen, unerwartete Schnittstellen beider Gebiete auf ganz neue Weise auszuleuchten. Dies zeigt sich beispielhaft an ihren Arbeiten zur Komplementarität von Niedrigenergiemessungen, Kosmologie und Beschleunigerstudien für mögliche Verletzungen der Ladungs- und Paritätssymmetrie in den Kopplungen des Higgs-Bosons und dem möglichen Einfluss auf Materieerzeugung im frühen Universum. Die intellektuellen Fähigkeiten, sich in solch unterschiedliche theoretische Methodiken einzudenken, wie es die Hochenergiephysik einerseits und die atomare Präzisionsphysik andererseits erfordern, sind nur wenigen gegeben. Frau Fuchs zeichnet darüber hinaus aus, dass sie diese Fähigkeiten nutzt, um ihre Resultate besonders nahe an die experimentelle Datenlage heranzubringen, beziehungsweise selbst Experimente vorschlägt, um ihre theoretischen Ideen zu prüfen. Als besonders preiswürdig sind hier unter anderem ihre Arbeiten zu nennen, die sie in ihrer ersten Postdoc-Zeit am Weizmann-Institut verfasst hat.
und die Isotopen-Shift-Spektroskopie als hochsensitive Messung zur Suche nach neuen Vektorbosonen, Higgs-Portal-Kopplungen oder neuen skalaren Freiheitsgraden vorschlagen. Kürzlich zeigte sie ihre disziplinübergreifenden Fähigkeiten wiederum eindrücklich in einer innovativen Arbeit zu neuen Detektionsmethoden von Gravitationswellen mit Hilfe von intensiven Lasern und optischen Atomuhren. Die wissenschaftliche Eigenständigkeit von Elina Fuchs manifestiert sich an vielen Besonderheiten ihrer bisherigen Karriere. So hat sie an jedem ihrer Standorte, dem DESI, dem Weizmann-Institut, dem Fermilab und dem CERN, jeweils gänzlich neue Thematiken aufgegriffen, neue Kollaborationen begonnen und schließlich neue Methoden erlernt und entwickelt. In gemeinsamen Arbeiten ist sie oft als diejenige zu erkennen, die sich unter den Autorinnen und Autoren am weitesten aus ihrer Komfortzone heraus bewegt und somit neue wissenschaftliche Perspektiven eingebracht hat. Die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die ihren Arbeiten zuteil wurde, spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass Frau Fuchs im vergangenen Jahr zur Theoriekoordinatorin der CERN Quantum Technology Initiative berufen wurde. Damit legt das derzeit größte Beschleunigerlabor der Welt die Vorbereitung von wichtigen strategischen Entscheidungen in die Hände von Frau Fuchs. Die Initiative legt den Grundstein dafür, dass eine Forschungsinfrastruktur wie das CERN das volle Potenzial dieser neuen Technologien für sich ausschöpfen kann. Der Ruf auf eine solche Schlüsselposition ist ein weiterer Beleg für das außergewöhnliche Potenzial der wesentlichen und wegbereitenden wissenschaftlichen Arbeiten von Frau Fuchs für die zukünftige Entwicklung des Fachgebiets. Dieses Potenzial sehen auch die Gutachtenden und der Auswahlausschuss und verleihen Professorin Dr. Elina Fuchs den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2023 in Auszeichnung des bisher Geleisteten und in der Überzeugung, dass sie auch zukünftig Wesentliches leisten wird. Herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen Michael Homberg vorstellen zu dürfen aus dem Bereich der Geschichtswissenschaften. Michael Hombergs akademische Karriere und Forschungen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Internationalität und eine originelle und eigenständige Verknüpfung von Medien- und Technikgeschichte aus, die er zudem in innovativer Weise in globalgeschichtliche Zusammenhänge einordnet. Das zeigt sich schon in seiner Promotion Reporterstreifzüge, metropolitane Nachrichtenkultur und die Wahrnehmung der Welt 1870 bis 1918, in der er vergleichend für Nordamerika und Westeuropa die Genese eines neuen Typus des Nachrichtenvermittlers, nämlich des Reporters, und eines neuen literarischen Journalismus analysierte. Diese Kompetenz für transnationale und interkulturelle Fragestellungen hat er mit seinem neuen Forschungsthema zur Globalisierung der Arbeitswelten in der Computerindustrie in Indien, in den USA und der Bundesrepublik zu einem unverwechselbaren Profil erweitert. Sein Weg hat ihn dabei an renommierte Global History Departments in der führenden US-amerikanischen Universitäten Stanford, Berkeley, Harvard geführt. Hinzu kamen Forschungs- und Archivreisen nach Indien und Großbritannien. 2021 hat er seine Forschungen unter dem Titel Digitale Unabhängigkeit, Indien und der Computer, eine internationale Geschichte 1947 bis 2020 publiziert. Die Rolle Indiens, etwa bei der erfolgreichen Ausbildung von Programmierern und IT-Experten, wird bei Herrn Homberg aus einer Kombination von politischen Entscheidungen und kulturellen Dispositionen nachvollziehbar. Das politische Bestreben nach Autonomie gipfelte schließlich im erfolgreichen Export von IT-Experten als Indiens Beitrag für eine globale IT-Industrie.
Herr Hombergs Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass Sie die Entwicklung des Computers nicht als eine westliche Meistererzählung präsentiert, sondern mit der globalgeschichtlichen Vorgabe der Dezentrierung ernst macht. Die Entwicklung der modernen Informationstechnologie aus der Perspektive des globalen Südens erhält damit ganz neue Dimensionen. Michael Hombergs Forschungen begnügen sich allerdings nicht mit einer internationalen Geschichte der Verflechtungen der sich ausbildenden globalen IT-Industrie, wie seine angesichts seines jugendlichen Alters, und jetzt kommt ein Gutachtenzitat, nachgerade sensationell Umfang und abwechslungsreiche Publikationsliste ausweist. Sie weist ihn als äußerst vielseitigen Historiker mit einem ungewöhnlichen Gespür für aktuelle und politisch bzw. gesellschaftlich hochrelevante Themen aus. So hat er Studien zur Genese von Fake News ab dem 19. Jahrhundert, zu Diskussionen um Whistleblower in der Bundesrepublik oder auch zur frühen Geschichte des Computerdatings in den USA vorgelegt, die seine Originalität und hohe fachliche Qualität belegen. Seine Forschungen wurden unter anderem von der Alexander von Humboldt Stiftung gefördert unter dem Titel Computer in Love, eine Kulturgeschichte des Kennenlernens im digitalen Zeitalter. Nach Einwerbung einer eigenen DFG-Stelle wirkt er aktuell am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam als Projektgruppenleiter im Verbundprojekt Digital Inequalities, Divides, Hierarchies and Boundaries in the Digital Society, Germany in Transnational Perspective, the 1980s to 1990s. Eine ebenso konsequente wie nachhaltige Erweiterung seiner Forschungsschwerpunkte und seines spezifischen Forscherprofils ist damit vorgezeichnet. Mit Michael Homberg würdigt die Deutsche Forschungsgesellschaft einen jungen Historiker, der mit seiner originellen Verbindung von IT-Geschichte als Vorgeschichte unserer Gegenwart und als transnationaler Verflechtungsgeschichte international Maßstäbe für aktuelle und künftige Forschung setzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist mir eine große Freude, Ihnen jetzt Leif Ludwig als den nächsten Preisträger vorzustellen, der hier in Berlin eine Eminöter-Gruppe leitet im Moment und Einzelzell-Multiomics-Technologien entwickelt, um fundamentale biologische Fragen zu beantworten. Herr Ludwig hob sich schon sehr früh in seiner wissenschaftlichen Karriere von... Vielleicht sollte ich mich umdrehen und auch die Bilder betrachten. Das ist, ich komme gleich zu seiner Promotion, das passt also sehr gut. Und er hob sich von der breiten Masse ab, auch durch seine Interdisziplinarität und den Drang, verschiedene Disziplinen kennenzulernen. Er schloss zunächst sein Studium der Biochemie in Berlin als Jahrgangsbester ab und studierte im Anschluss dann an der Charité Medizin und promovierte dort 2017. Und als Mediziner würdige ich das besonders. Parallel zu seinem Medizinstudium promovierte er nämlich in den Naturwissenschaften im Labor von Professor Harvey Loddish am renommierten Whitehead Institute of Biomedical Research in Cambridge in den USA. Und hierfür erhielt er dann gleich zwei kompetitive Stipendien des Böhringer Ingelheim Fonds und der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Herr Ludwig publizierte in dieser Zeit mehrere Erstautorarbeiten zu pathophysiologischen Basismechanismen von Ribosomopathien in ganz herausragenden Journalen und wurde dann entsprechend durch zwei Promotionspreise, den Elisabeth-Gartew-Preis der Gesellschaft für Genetik und den MINT-Excellence-Preis der Manfred-Lautenschläger-Stiftung geehrt. Herr Ludwig wandte sich dann als Postdoktorand am Broad Institute des MIT
und der Harvard Medical School einem fundamentalen Problem zu, nämlich der zellulären Heterogenität und der Verwandtschaft von einzelnen Zellen während der Differenzierung. Und dieses Interesse gründete auf seinen frühen Arbeiten in der Hämatologie und der Erkenntnis, dass es an Methoden mangelte, um in hohem Durchsatz Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Zellen zu verstehen. Und diese Lösung dieser Frage ist natürlich für die biomedizinische Forschung von sehr, sehr hoher Bedeutung, aber auch für die Untersuchung normaler Entwicklungsprozesse. Herr Ludwig verfolgte den originellen und sehr vielversprechenden Ansatz, verwandte Zellen durch Analyse des mitochondrialen Genoms zu identifizieren. Und die Proof-of-Concept-Studien, die den eindrücklichen Nutzen und auch die Genauigkeit dieser Methode sehr eindrucksvoll zeigen, publizierte er wiederum in sehr hochrangigen Journalen. Und diese Studien führten dann bereits jetzt zu weiteren Studien anderer Gruppen, die sich diese Arbeit zu eigen machten. Nachdem er seine Arbeitsgruppe in Berlin etabliert hat, setzt Herr Ludwig seine sehr erfolgreiche Entwicklung fort. Ein Beispiel: ihm gelang zum ersten Mal die Bestimmung von bis zu 4 verschiedenen genomischen Modalitäten, Chromatinzugänglichkeit, Transkriptom, Proteinexpression und mitochondriale DNA-Genotypisierung in einzelnen Zellen in hohem Durchsatz, auch eine wegweisende Methode. Herr Ludwig ist nicht nur Methodenentwickler, natürlich nicht, sondern hat diese Methoden auch sehr erfolgreich angewendet im Bereich der Immunologie und im Bereich der mitochondrialen Genetik. Ein Beispiel: er konnte bei Patienten mit der mitochondrialen Krankheit MELAS zeigen, dass insbesondere humane T-Zellen pathogene mitochondriale DNA kaum tolerieren. Dies demonstrierte damals eindrucksvoll die wenig verstandene Zelltypspezifität und metabolische Vulnerabilität von diesen Mutationen. Uns hat im Auswahlausschuss diese außergewöhnliche Forschungsleistung beeindruckt und der Einfluss auf ein wirklich breites Forschungsfeld. Herr Ludwigs Forschungsergebnisse eröffneten eine Vielzahl von Forschungsrichtungen, die neu sind und bisher nicht realisierbar waren. Und seine Forschungstätigkeit hat, glaube ich, Implikationen für jedes Feld, in dem die Lineage und die Verwandtschaftsverhältnisse von Zellen von hoher Bedeutung sind. Das trifft zum Beispiel auch auf Tumorerkrankungen zu. Ich glaube, ich bin jetzt sehr neugierig, was bei Herrn Ludwig in der Zukunft noch herauskommt und zu sehen sein wird, und freue mich sehr. Herzlichen Glückwunsch. Sicherheit und Privatheit sind grundlegende Bürgerrechte in demokratischen Gesellschaften und daher auch zentrale Anforderungen an moderne IT-Systeme. Datenschutz, Anonymität und Pseudonymität, Vertrauen und Reputation sowie deren benutzungsfreundliche Umsetzung in Computernetzwerken sind bedeutende Aspekte moderner Informatikforschung. Der diesjährige Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger Giulio Malavolta hat im Gebiet der Kryptographie hierzu in außergewöhnlicher Breite und Tiefe beigetragen, wobei er sich insbesondere mit dem Schutz von Berechnungen statt nur mit dem Schutz statistischer Daten beschäftigt. Er widmet sich in seinen Arbeiten 3 der aktuellsten, technisch anspruchsvollsten und dynamischsten Gebiete der Kryptographie. Dies sind zum einen Privatheit wahrende Techniken wie Zero Knowledge und nicht interaktive Beweise sowie Multi-Party-Berechnungen, die auch bei Blockchains und Kryptowährungen zum Einsatz kommen. Zum anderen hat er auch voll homomorphe Verschlüsselungsverfahren entwickelt. Diese ermöglichen es, mit hoher Effizienz Funktionen auf verschlüsselten Daten zu berechnen, wodurch aufwendige Berechnungen auch an nicht vertrauenswürdige Dienstleister übertragen werden können. Schließlich forscht Herr Malavolta an kryptografischen Verfahren wie Verschlüsselung und digitalen Signaturen, die auch Angriffen mit Quantencomputern widerstehen. In verschiedenen Arbeiten hat er neue und originelle Techniken für die Konstruktion oder die Sichtheitsbeweise sogenannter postquantensicherer Verfahren entwickelt. Dass er in all diesen Bereichen
nicht nur theoretisch fundierte Beiträge liefert, sondern auch die Brücke zur praktischen Anwendung schlägt, hebt ihn besonders hervor. So hat er kürzlich ein erstes effizientes Registration-Based Encryption-Verfahren vorgestellt, das die sonst aufwendigen Vertraulichkeitsanforderungen an die Public-Key-Infrastruktur minimiert. Kamala Volta konnte seine Forschungsergebnisse in exzellenter Qualität und Quantität sowohl auf den angesehensten Konferenzen der Kryptographie als auch in den kompetitivsten Konferenzen im allgemeineren Gebiet der Sicherheit und Privatheit vorstellen. Viele seiner Artikel haben das Gebiet der Kryptographie bereits jetzt nachhaltig beeinflusst und Kamala Volta zählt international zu den herausragenden jüngeren Forscherinnen und Forschern in der IT-Sicherheit. Schon der Lebenslauf von Giulio Malavolta zeigt eine hohe Leistungsbereitschaft und ein großes Maß an Internationalität. Nach dem Studium der Bioinformatik an der Universität Bologna wurde er 2019 an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg mit Auszeichnung in Informatik promoviert. Seine Dissertation zu Cryptographic Clocks and Applications wurde mit dem Promotionspreis der Städler-Stiftung ausgezeichnet. Nach Postdoc-Aufenthalten an der Carnegie Mellon University, am Simons Institute for the Theory of Computing und der Universität of California, Berkeley, wurde er 2020 Gruppenleiter mit Tenure Track am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum. An der Universität Bochum lehrt er an der Fakultät Informatik und ist im Exzellenzcluster Cybersecurity in the Age of Large-Scale Adversaries als Co-PI eingebunden. Darüber hinaus hat Herr Malavolta bereits auch erfolgreich Drittmittel aus der Industrie, vom BMBF, aber auch einen Starting Grant des ERC eingeworben. Im Jahr 2023 kommt nun der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis hinzu. Als Würdigung der bisherigen herausragenden wissenschaftlichen Leistungen von Dr. Giulio Malavolta und als weiterer Ansporn für eine erfolgreiche akademische Zukunft. Wir alle gratulieren sehr herzlich und wünschen Ihnen alles Gute bei der weiteren Forschung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Dr. Murphy, die Deutsche Forschungsgemeinschaft ehrt Bonnie Murphy mit dem diesjährigen Heinz-Meyer-Leibniz-Preis für ihre herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Strukturbiologie von Nanomaschinen und der anorganischen Biochemie. Diese Auszeichnung würdigt ihre bedeutenden Beiträge zur Erforschung von Proteinkomplexen und Enzymen, die in bioenergetischen Prozessen und der Energieproduktion in lebenden Organismen eine entscheidende Rolle spielen. Eine ihrer herausragenden Leistungen war die Aufklärung der ersten hochauflösenden Struktur der intakten mitochondrialen ATP-Synthase mit Hilfe der Kryoelektronenmikroskopie. Dies ist eine bedeutende Errungenschaft, da dieses Enzym eine entscheidende Rolle bei der Produktion von ATP, dem universellen Zelltreibstoff, spielt. Diese Arbeit war eine besondere technische Herausforderung, da es sich um einen der größten bekannten Membranproteinkomplexe handelt. Frau Murphy gelang dieser Durchbruch als Postdoktorandin in der Abteilung von Professor Kühlbrand am MPI für Biophysik in Frankfurt und sie konnte sich dabei in internationaler Konkurrenz behaupten. In ihrer eigenen Arbeitsgruppe hat Bonnie Murphy weitere wichtige Strukturen aufgeklärt, darunter die eines Megakomplexes, der das Treibhausgas CO2 in den Treibstoff Methan umwandelt und die Struktur eines Enzyms, das Wasserstoff produziert. Diese Arbeiten sind von großer gesellschaftlicher Bedeutung, da sie einen Beitrag zur biotechnologischen Produktion und zur Bewältigung des Klimawandels leisten.
Bonnie Murphy hat ihre akademische Laufbahn mit einem Studium der Biologie und Chemie an der St. Francis Xavier University in Nova Scotia, Kanada begonnen, und sie hat anschließend an der Universität Oxford in Großbritannien in anorganischer Biochemie und der Spektroskopie von Metalloenzymen promoviert. Nach ihrer Postdoc-Zeit am MPI in Frankfurt hat sie sich erfolgreich als Gruppenleiterin bei der Max-Planck-Gesellschaft beworben und in 2019 ihre eigene Arbeitsgruppe aufgebaut. Die Jury des Heitz-Meyer-Leibniz-Preises ist zutiefst beeindruckt von den außergewöhnlichen Leistungen von Bonnie Murphy, die sie auf jeder Karrierestufe gezeigt hat. Ihre Forschung zeigt experimentellen Mut und Kreativität, um neue inhaltliche und technische Herausforderungen zu meistern. Ihre Arbeit zur Konformation und Dynamik von Metalloproteinkomplexen aus Mikroorganismen hat wichtige Erkenntnisse für die Erzeugung synthetischer Kraftstoffe geliefert. Herzlichen Glückwunsch an Sie, Frau Murphy, zu dieser wohlverdienten Auszeichnung. Mögen Sie weiterhin viel Erfolg haben und die Grenzen des bioenergetischen Wissens erweitern. Herzlichen Glückwunsch. Sabine Richard arbeitet auf dem Gebiet der molekularen Spintronik am Grenzgebiet zwischen Biophysik, Chemie, Spektroskopie und Theorie. Sie leitet seit 2019 eine Eminöter-Nachwuchsgruppe an der Universität Freiburg. Zuvor war sie als Postdoc ein Jahr lang in Oxford und knapp 2 Jahre lang in Freiburg tätig. Ihre Promotion schloss sie 2016 an der University of Oxford ab. Der Spin- oder Elektronendrehimpuls bestimmt wesentlich den Aufbau von Materie, also er bestimmt unser Weltbild. Ungepaarte Elektronen in Molekülen oder Materialien sorgen dafür, dass diese ein permanentes magnetisches Moment besitzen, das man mit Elektronenspinresonanz nachweisen kann. Dabei wird die resonante Mikrowellenabsorption des Moleküls in einem Magnetfeld gemessen. Ein wesentliches Konzept für den Magnetsinn in der Natur funktioniert ganz ähnlich. Rotkehlchen oder Grasmücken etwa können auf Magnetfelder reagieren, weil in einer wichtigen Klasse biologischer Farbstoffmoleküle Spinzustände wechseln. Die Veränderung von Spinzuständen ist aber auch technisch von größtem Interesse. Man kann auf diese Weise Informationen in einem Molekül speichern und diese dann auslesen oder übertragen. Und zum Teil passiert das auf ganz, ganz kurzen Zeitskalen. Frau Richard versetzt Elektronen in Molekülen durch Anregung mit Licht in bestimmte Spinzustände, verteilt diese definiert und manipuliert sie. Und wir haben dabei immer mehr über die physikalischen und chemischen Eigenschaften solcher Multispinsysteme erfahren. Damit legt Frau Richard Grundlagen im Gebiet der Spintronics, das in Zukunft die Quantentechnologie revolutionieren wird. Mit molekularen Systemen wie denen von Sabine Richard wird Spintronics nicht mehr auf spezielle Festkörpermaterialien angewiesen sein, wie zum Beispiel die Defektzentren von Nanodiamanten. Molekulare Systeme sind wesentlich modularer und adaptierbarer und daher hier sehr vielversprechend. Sabine Richard verfolgt eine einzigartige methodische Herangehensweise, indem sie verschiedene Methoden der Elektronenspinresonanz mit schneller optischer Spektroskopie und theoretischen Rechnungen kombiniert. Dabei sind ihr in den vergangenen Jahren mehrere wissenschaftliche Durchbrüche gelungen. Zudem ist sie quasi parallel zu ihrer Forschung auf dem Gebiet der Spintronics an bahnbrechenden Entdeckungen zu Fragestellungen in der Biophysik beteiligt. Das belegen hochkarätige Aufsätze in vielgelesenen Fachzeitschriften, und häufig lautet hier das Stichwort, wie Sie vielleicht schon vermuten, auch Magnetsinn. Frau Richard hat in den vergangenen Jahren insbesondere mit der von ihr eingeworbenen Eminöter-Gruppe eine charakteristische eigene Forschungshandschrift entwickelt. Die Kombination von verschiedenen EPR-Verfahren mit optischer Femtosekundenspektroskopie und einer fundierten theoretischen Herangehensweise ist international einzigartig.
Das zeigt sich auch in einer exzellenten Publikationsleistung und anderen formalen Indikatoren. Die Gutachtenden und das Auswahlgremium sehen in Sabine Richard eine ideale Trägerin des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises. Sie heben besonders das große Potenzial der Arbeiten sowie die Zugkraft und die Wirksamkeit von Frau Richard hervor. Sehr geehrte Frau Richard, es sei Ihnen hiermit sehr, sehr herzlich zu dieser Auszeichnung gratuliert. Frau Clarissa Schönecker forscht im Bereich der Fluiddynamik. Innerhalb ihres Fachgebietes beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit fundamentalen Fragen von Strömungsphänomenen an mikrostrukturierten Oberflächen und Fluidengrenzflächen. Ihr Spezialgebiet sind elastische und flüssigkeitsabweisende Grenzflächen sowie solche, die Temperaturunterschiede aufweisen. Damit verfügt sie über ein klar eigenständiges Forschungsprofil. Die Stokes-Vermutung verbindet die Kontinuumsmechanik im Großen mit den molekularen Eigenschaften der Materie im Kleinen. Dieser Übergang ist noch weitestgehend unverstanden. Im Kern geht es um die Frage, wie man den Transport einer Flüssigkeit im Kontakt mit einer Grenzfläche beschreibt. Für die Überfassung des Übergangs vom Kontinuum zum einzelnen Molekül nutzt Frau Schönecker die Fluoreszenz-Korrelationsspektroskopie, um die lokalen Geschwindigkeitsvariationen nah an der Oberfläche zu vermessen. Dabei konnte sie eindrucksvoll zeigen, dass die Verformbarkeit der Oberfläche eines Festkörpers große Auswirkungen darauf hat, wie er umströmt wird und welchen viskosen Widerstand er hat. Insbesondere konnte sie nachweisen, dass sich Körper mit elastischen Oberflächen durch ihre Verformbarkeit beim Sinken im Stokes-Regime beschleunigen, also keine konstante Geschwindigkeit erreichen, wie es bei starren Körpern der Fall ist und wie es bisher in Lehrbüchern steht. Selbst sehr kleine Verformungen verändern die Sinkgeschwindigkeit deutlich. Mittels Experimenten, Skalierungsgesetzen und Simulationen fand Clarissa Schönecker weiterhin heraus, dass lokale Temperaturunterschiede den Transport von Flüssigkeiten in Mikrokanälen deutlich verstärken können. Dieser interessante Befund ist für eine Vielzahl von technischen Anwendungen relevant und praktisch nutzbar. Beispielsweise bei chemischen Reaktionen in der Katalyse oder auch bei der Kühlung von Schaltkreisen. Frau Schönecker wurde im Jahr 2013 an der Technischen Universität Darmstadt mit dem Prädikat mit Auszeichnung zur Doktoringenieurin promoviert. Sie leitet seit 2017 als Juniorprofessorin eine selbstständige Nachwuchsforschungsgruppe an der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau und seit dem Jahr 2022 leitet sie zusätzlich eine Emmy-Noether-Gruppe. Clarissa Schönecker ist eine äußerst würdige Kandidatin für den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2023. Sie hat nicht nur Herausragendes in ihrer noch jungen wissenschaftlichen Karriere geleistet, sondern es ist zu erwarten, dass sie das Forschungsgebiet der Strömungsmechanik an Grenzflächen in den nächsten Jahren als eine der weltweit führenden Wissenschaftlerinnen maßgeblich prägen und weiterentwickeln wird. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, Ihnen nun die nächste Preisträgerin vorstellen zu können, Frau Vera Traub. Vera Traub arbeitet an der Schnittstelle von diskreter Mathematik und theoretischer Informatik, insbesondere auf dem Gebiet der kombinatorischen Optimierung. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der ETH Zürich kam Frau Traub im September 2022 als Juniorprofessorin mit Tenure-Track an die Universität Bonn und seit wenigen Monaten ist sie dort als W3-Professorin tätig. Bereits in ihrer Dissertation, die sie 2020 in Bonn bei Jens Wiegen abschloss, beschäftigte sie sich mit der Verbesserung von Approximationsalgorithmen für das Traveling Salesman Problem. Bei diesem Problem ist eine feste Anzahl Städte mit ihren gegenseitigen Distanzen gegeben und es gilt nun, den kürzesten Weg zu finden, um alle Städte genau einmal zu besuchen.
Da kein Algorithmus bekannt ist, der dieses Problem in polynomialer Zeit, also in praktisch vernünftiger Zeit lösen kann, versucht man Näherungen zu finden. Das heißt, man sucht praktisch berechenbare Algorithmen, die einen Weg finden, der maximal einen bestimmten Faktor schlechter ist als der bestmögliche. V3 hat hier einen neuen Ansatz gefunden, der auf dynamischer Programmierung beruht und zu einem Durchbruch in diesem Gebiet geführt hat. In den vergangenen Jahren hat sich Vera Traub vor allem auf Netzwerkdesign fokussiert. Auch hier hat sie Unerwartetes geleistet. Beispielsweise hat sie sich mit sogenannten Connectivity-Augmentation-Problemen beschäftigt. Hier geht es darum, Netzwerke, also zum Beispiel ein Rechnernetzwerk oder Telefonnetzwerk, durch Hinzufügen von zusätzlichen Verbindungen möglichst kostengünstig gegen Ausfälle abzusichern. Für solche Netzwerke, erst für Netzwerke bestimmter Struktur wie Bäume oder Wälder, aber inzwischen auch für allgemeine Graphen, hat Frau Traub neue Methoden für bessere Approximationen entwickelt, die alle bisher bekannten Verfahren schlagen. Ihre neuen algorithmischen und analytischen Techniken erzielen eine sogenannte Approximationsgüte kleiner als 2, was über lange Zeit als unüberwindliche Barriere galt. Wie herausragend Frau Traubs Forschungsergebnisse sind, dokumentieren auch mehrere Preise. So erhielt sie zum Beispiel den Maya Mazzucchelli New Frontiers Prize in auch diesem Jahr 2023. Die Gutachtenden sind beeindruckt. Sie heben Frau Traubs Eigenständigkeit und Kreativität hervor. Ich zitiere: Es scheint, dass, wann immer Frau Traub ein Forschungsfeld bearbeitet, diese eine kaum für möglich gehaltene Vitalisierung erfährt. Dabei beschäftigt sie sich nur mit Themen, die von zentralem Interesse sind und bei denen es über lange Zeit trotz intensiver Bemühungen führender Köpfe kaum Fortschritte gab. Frau Traub macht eine Fülle von verblüffenden Beiträgen, die oft gänzlich unerwartete Durchbrüche bewirken. Frau Traub gehöre bereits jetzt zu den besten 10 Personen in ihrem engeren Fachgebiet und das weltweit und ohne das Urteil auf ihre Alterskohorte zu beschränken. In der kurzen Zeit ihres bisherigen Forscherlebens hat sie beeindruckende Leistungen erbracht. Auch der Auswahlausschuss war begeistert von Vera Traubs wissenschaftlichen Leistungen und hält sie nicht nur für eine herausragende junge Wissenschaftlerin, sondern vor allem auch für eine sehr würdige Preisträgerin des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises. Frau Traub, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und wünsche Ihnen für Ihre weite Karriere viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Last but not least freue ich mich sehr, Ihnen Marcella Baut vorstellen zu dürfen, die in diesem Monat eine Professur an der Universität Göttingen angetreten hat. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Zuvor war sie Juniorprofessorin für klinische Psychologie und experimentelle Psychopathologie an der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat im Jahre 2013 an der Radboud-Universität in Nijmegen in den Niederlanden promoviert und ist seit diesem Jahr auch in Deutschland tätig. Sie ist außerdem psychologische Psychotherapeutin. Mit diesem Hintergrund verbindet Frau Baut Grundlagenwissenschaften und psychotherapeutische Praxis auf sehr fruchtbare Weise. Im Kern ihrer Forschung steht die Frage, inwiefern kognitive Verzerrung, also systematische Fehler beim Wahrnehmen, Erinnern, Denken und Urteilen für die Entwicklung von psychischen Störungen ausschlaggebend sind. Mit diesem Ansatz entwickelt Frau Baut theoriegeleitete und kausal ansetzende Interventionen, die sie auch bezüglich ihrer Wirksamkeit untersucht. Frau Baut vereint also experimentelle Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Interventionsforschung und damit verfolgt sie einen modernen und zielführenden translationalen Forschungsansatz. Ich zitiere aus einem der Fachgutachten: Beeindruckend ist der konsequente und stringente, mechanismenfokussierte translationale Forschungsansatz.
Bislang ist klinisch-psychologische Forschung überwiegend geprägt durch Ansätze, die entweder darauf abzielen, Störungskorrelate und Mechanismen zu identifizieren oder darauf, überwiegend eher losgelöste Interventionen zu evaluieren. Weitere Verbesserungen in der Effektivität von psychologischen Interventionen wird es jedoch nur geben, wenn es gelingt, die in der Grundlagenforschung identifizierten Mechanismen in innovative und maßgeschneiderte Interventionen zu übersetzen. Und genau hier liegt der Fokus der Arbeiten von Frau Wout. Bereits jetzt hat Marcella Wout das Forschungsgebiet der kognitiven Verzerrung, insbesondere der Interpretationsverzerrung und deren Einbezug in die Psychotherapie mit ihrer Arbeit stark geprägt. Sie hat neben Originalarbeiten Überblicksartikel publiziert, die maßgeblich zu einer besseren Psychotherapie bei psychischen Störungen beitragen. Seien es allen voran posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörung oder Depressionen. Arbeiten mit EEG-Methoden und Effekten von pharmakologischen Substanzen zeigen ihren steten Blick über den Tellerrand. Zusätzlich hat sie häufig benutzte Methoden zur Diagnostik von kognitiven Verzerrungen weiterentwickelt. Sie scheut sich nicht, Ungewöhnliches zu versuchen. So wäre es sicherlich interessant, bei einem Gruppenkonfrontationstraining gegen Flugangst dabei zu sein, vielleicht mit einem Therapieflug. Ihre Beiträge sind in den besten internationalen Zeitschriften ihres Fachs erschienen, zum Beispiel im Clinical Psychology Review. Wie anerkannt sie bereits jetzt in der Psychologie ist, zeigt sich in Auszeichnungen wie dem Rising Star Award, der Association of Psychological Science, der weltweit nur wenigen Personen vorbehalten ist. Für ihre Forschung hat sie wettbewerbliche Stipendien und Drittmittel eingeworben, unter anderem, vielleicht eines der wichtigsten, in ihren Preisen eine Emmy Noether Gruppe der DFG. Marcella Wout trägt mit ihrem Engagement auch im Elternnetzwerk in der Universität dazu bei, dass solche Spitzenleistungen hoffentlich zukünftig häufiger jungen Müttern möglich sind. Wir gratulieren Marcella Wout ganz herzlich zur Auszeichnung mit dem Heinz-Meyer-Leibniz-Preis und wünschen für ihre weitere Forschung alles Gute. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger, aber auch, und das ist mir besonders wichtig zu sagen, an Ihre Familien, die heute hier sind, auch diejenigen, die heute vielleicht nicht hier sein können, an Eltern, an Partner, an Geschwister, an Freunde, aber auch an die Kinder. Ich habe einige Kinder hier im Publikum gesehen. Und wir wissen in der DFG, dass Sie, die Familien, die Freunde, die Preisträgerinnen und Preisträger über Jahre unterstützt haben, dabei, dass Sie Ihre Wissenschaft ausüben können, dass Sie so intensiv sich der Wissenschaft widmen. Das braucht Zeit, das braucht Kraft. Und an dieser Stelle vielen Dank für diese Unterstützung und herzlichen Glückwunsch auch an Sie alle. Herzlichen Dank. Ja, da, Frau Pien, ich finde, danke. Herzlichen Dank nochmals an alle Mitglieder des Auswahlausschusses für die viele Arbeit, die Zeit, die Energie, die Sie investieren und für Ihre Expertise, die Sie zur Verfügung stellen, um diese wirklich herausragenden Kandidatinnen und Kandidaten, PreisträgerInnen zu identifizieren. Oh.